Heute geht es mal um diesen Bitsatz. Ja, also viele kennen ihn wahrscheinlich von der Firma Werra. Hier steht jetzt Fürcht drauf, aber es ist im Grunde genommen auch dieser Werra-Bitsatz. Er ist halt nur umgelabelt, ne? Also von der Seite her, von der Qualität her, alles top das Gleiche. Ja, was wir heute mal besprechen ist, ich habe diesen Bitsatz jetzt über 2 Jahre im Gebrauch, ohne hier auch ein Bit oder irgendwas gewechselt zu haben. Und wenn ihr euch das anguckt, dann machen wir den Vergleich. Hier habe ich jetzt noch meinen neuen Bitsatz, den habe ich noch im Auto extra drin liegen. Und wenn ihr jetzt einfach mal schaut im Vergleich, ja, ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. Also die Bits sind echt auch nach 2 Jahren im Gebrauch noch top im Zustand. Und ganz ehrlich, die Bits haben echt über Tausende von Schrauben rein und raus gedreht, in allen möglichen Varianten, ja, mit einem Kreuzschlitz oder Torx oder selbst im Bus Schrauben. Ich finde das Teil einfach nur genial und das sollte jeder Handwerker, jeder Heimwerker irgendwo bei sich in der Werkzeugkiste haben, weil ihr braucht echt nicht mehr viel. Ihr habt denn fast alles, was es an Schrauben gibt, habt ihr hier mit dabei. Ihr habt noch diese kleine Ratsche, die im Übrigen auch echt viel geleistet hat. Ja, und ich komme ja auch bis zum 13er Schlüssel hoch. Das macht schon extrem Sinn, wenn ich kleine Ecken habe, wo ich ran muss. Und auch die Ratsche ist echt stabil. Und auch die ist nach den 2 Jahren wirklich viel im Gebrauch gewesen und hat dort ja, nichts eingebüßt. So, na, der Bithalter, der jetzt hier natürlich rausgenommen ist. Ja, mit seinem Verschluss, das ist schon einfach eine geniale Geschichte. Ich kann den Bit einfach rausnehmen, wenn ich den vorschiebe. Ich setze den Bit wieder rein und der ganze Bit hält. Ne? Also, mir fällt auch nichts mehr raus. Das heißt, einmal vorschieben, dann arretiert diese Halterung. Hier vorne kann ich den Bit rausnehmen. Und wenn ich ihn reinschiebe und drücke hier einfach ein bisschen knack, ist es arretiert, sitzt und der Bit geht nicht mehr raus. Ja, also auch, und diese Bitaufnahme, die ist jetzt auch schon 2 Jahre im Gebrauch. Hier wackelt nichts, hier klemmt nichts. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also ich finde diesen Bitsatz einfach nur genial und den sollte jeder bei sich in der Werkzeugkiste haben. Ne? Oder wenn ihr irgendwo unterwegs seid, ihr könnt euch mit dieser Klammer echt die Bithalterung an Gürtel klemmen oder irgendwo hin und habt immer alles, was ihr benötigt, am Mann. Ja, also meine Erfahrung aus diesen 2 Jahren der Nutzung dieser Bits ist ganz klar, das ist ein Werkzeug, was jeder haben sollte. Ich kann es nur echt jedem empfehlen und ich bin nun auch wirklich täglich mit dem Bitsatz unterwegs und ich finde es einfach nur klasse. Ja, also ich stelle euch unten in die Beschreibung einfach mal noch einen Link zu Amazon ein. Wer wirklich das Werra-Logo drauf haben will, kann dorthin gucken und ich stelle euch noch einen Link zu meiner eigenen Homepage ein. Dort könnt ihr dieses Umgelabelte von Fürch kaufen und ja, wir werden sehen. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, euch hat die Beschreibung und der Erfahrungsbericht jetzt ein bisschen geholfen, um eine Kaufentscheidung für euch selber zu treffen. Ja, oder auch wenn ihr sagt, ihr braucht noch ein Geschenk für euren Mann, wenn jetzt gerade Frauen zuschauen, das ist wirklich das ideale Geschenk. So, es wäre schön, wenn ihr mir noch einen Daumen hoch da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo wäre natürlich auch ganz schick, so weiß ich, dass ich sinnvolle Beiträge mache und ja, dann kann ich natürlich auch verschiedene andere Sachen noch für euch testen, die ich selber über Jahre in Benutzung habe, weil ich glaube, nur das ist wirklich zielführend. Denn neue Produkte kann jeder zeigen und sagen, boah, die sind so toll und die werden das halten, was sie versprechen und und. Aber es gibt eben auch Sachen, die muss man einfach wirklich getestet haben. Und diesen Bitsatz habe ich getestet und für mich als gut empfunden. Und bei mir ist in jedem Akkuschrauberkoffer so ein Bitsatz drin. Ich habe so einen Bitsatz im Auto liegen und ich habe auch so einen Bitsatz an meinem Fahrrad liegen. Nicht am Fahrrad liegen ist natürlich Quatsch, sondern wenn ich unterwegs bin, ist der immer mit dabei. Ja, also tolles Werkzeug.
In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!